Die Fischertechnik Lernfabrik 4.0 veranschaulicht die Prozesse einer digitalisierten, smarten Fabrik von der Anlieferung der Rohware bis zum fertig produzierten Produkt. Mit dem bereits aufgebauten Simulationsmodell können Industrie 4.0-Anwendungen getestet und demonstriert werden. Digitalisierungsaktivitäten werden im Kleinen simuliert und gelernt, bevor sie im Großen zum Einsatz kommen. Das Trainings- und Simulationsmodell demonstriert den Ablauf von der Anlieferung, Erfassung und Einlagerung der Werkstücke über den Bestellvorgang und den Fertigungsprozess bis hin zur Auslieferung des fertigen Produkts. Die Steuerung der Lernfabrik erfolgt über eine SPS-Steuerung, einen Raspberry Pi als IoT-Gateway und einen TXT-Controller. Das Programm der SPS steuert die einzelnen Module der Fabrik. Das Programm ist in strukturiertem Text geschrieben. Die SPS kommuniziert über das Standardprotokoll OPC-UA mit dem Raspberry Pi, der als IoT-Gateway die Anbindung der Fabrik mit einer beliebigen Cloud ermöglicht. Das Programm auf dem Raspberry Pi ist in Node-RED implementiert. In Node-RED steht ein zusätzliches lokales Dashboard zur Verfügung, das an eigene Bedürfnisse angepasst werden kann. Außerdem kommuniziert der Raspberry Pi über das Standardprotokoll MQTT mit dem TXT-Controller, der wiederum den Zugang zur Fischertechnik Cloud ermöglicht. Das Programm auf dem TXT-Controller ist in C/C++ ausgeführt. Die Nutzung und Überwachung von Sensordaten und Bilddaten erfolgt in der Fischertechnik Cloud. Der integrierte WLAN-Router übermittelt in Echtzeit die Prozessdaten der Fabrik in die Cloud. Die Daten sind in einem webbasierten Dashboard aufbereitet. Dort sind drei Ansichten verfügbar: die Kundenansicht, Lieferantenansicht sowie Produktionsansicht. Die Ansichten und Daten können von internetfähigen Geräten abgerufen und auch aus der Ferne genutzt werden. Die USB-Kamera wird aus der Cloud gesteuert und kann die Fabrik vollständig einsehen. Eine Sensorstation misst Luftdruck, Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit. Der vorgesehene Prozessdurchlauf beginnt mit der Einlagerung des Werkstücks und dessen Identifizierung. Durch den Einsatz von RFID-NFC-Technologie ist die digitale Nachverfolgbarkeit des Werkstücks gewährleistet. Auf dem integrierten NFC-Tag werden Produktionsdaten gespeichert, die über das RFID-NFC-Modul ausgelesen werden können. In der Cloud wird sowohl die Farbe als auch die ID-Nummer des Werkstücks angezeigt. Der Vakuumgreifer saugt das Werkstück an und transportiert es sicher zum Hochregallager. In der Produktionsansicht des Dashboards ist ersichtlich, an welcher Stelle im Fertigungsprozess sich das Produkt befindet. Bei der Auslagerung gilt das First-in-First-out-Prinzip. Die Ware, die als erstes eingelagert wurde, wird auch als erstes wieder ausgelagert. Die Bestellung des Werkstücks wird online im Dashboard ausgelöst. Das Wunschprodukt und die zugehörige Farbe wird in der Kundenansicht ausgewählt und in den Warenkorb gelegt. Die kundenindividuelle Fertigung erfolgt in Losgröße 1. In zwei Arbeitsschritten wird der Produktionsprozess simuliert. Das Werkstück wird zwischen den Schritten per Sauggreifer weitergereicht. Ist die Produktion abgeschlossen, erfolgt die Übergabe in die Sortieranlage. Sobald der Farbsortierer die entsprechende Farbe erkennt, bekommt die Sortieranlage den Befehl der Zuordnung. Das Werkstück wird mittels pneumatischer Zylinder einsortiert. Zum Abschluss des Produktionsprozesses werden die Produktionsdaten auf das Werkstück geschrieben. Das fertig produzierte Produkt wird zur Abholung bereitgestellt.
Didaktisches Begleitmaterial sowie der Source Code der gespeicherten Programme sind online abrufbar. Die Fischertechnik Lernfabrik 4.0 ist ideal geeignet für die Aus- und Weiterbildung in Berufsschulen und Betrieben, zur Forschung und Lehre in Hochschulen und Universitäten, für Entwicklungsprojekte in IT-Abteilungen, für Produktionsplaner sowie zum Demonstrieren eigener Softwarelösungen auf Messen und Veranstaltungen. Eine sinnvolle Ergänzung ist der passgenaue Aufbewahrungs- und Transportkoffer.